Willkommen zurück zu Folge 27 von Unterwegs in Düsterburg, was bisher geschah. In der letzten Folge konnten wir den Erfinder Sachenmacher dazu bringen, uns aus zwei Wachsjacken und einem Globus eine 1A-Taucherausrüstung zu basteln. Damit wollen wir uns natürlich über die Schätze im Hafenbecken hermachen. Doch Tintenfische und reguläre Fische wollen uns daran hindern. Vergebens, denn wir sacken eine Menge Golddublonen ein. Ebenfalls im Hafen können wir uns vom Steg aus eine Flaschenpost angeln. Darin befindet sich ein Abschiedsbrief von Nataschas auf See verunglücktem Vater, der scheinbar aber noch genug Zeit hatte, den Brief zu verfassen. Besonders interessant, dort wird eine Schnitzeljagd beschrieben, die wir natürlich sofort absolvieren. Die Schätze geben wir pflichtbewusst zurück an ihre rechtmäßige Besitzerin, die nun ihre Studiengebühren problemlos selbst stemmen kann. Weder auf einem alten Bauernhof noch auf einem finsteren, verlassenen Anwesen geht es irgendwie weiter. Und auch unser Ansprechpartner von Junz ist nicht zu Hause. Dafür finden wir heraus, dass wir Stöcke zu Pflöcken spitzen und in der Kirche weihen lassen können. Dort lernen wir auch etwas über das tritheistische Glaubenssystem der Welt. Der gütige Vater im Himmel, der dunkle Gott, der ja sie im Maltur nichts dagegen hat, mal über Menschenfrauen drüber zu rutschen. Und der Gott der echten Welt, der sich in jedem Menschen, jedem Tier, jeder Pflanze und jedem Stein wiederfindet. Wisst ihr Bescheid? Jetzt ist es auf jeden Fall an der Zeit, dem Baron einen Besuch abzustatten. Ich bin ganz kurz davor und habe mir auch in dieser Folge fest vorgenommen, endlich mal das Schloss hier in Königsberg zu besuchen. Da scheint es mir mit der Main Story weiterzugehen, wenn wir nämlich Baron von Schöppelbrunn treffen. Und ich würde sagen, nach 3 Folgen, oder waren es sogar 4, intensiver Erkundung hier durch Königsberg, ist es auch endlich mal an der Zeit, dass es in der Main Story weitergeht und dass wir die Narrative ein wenig voranbringen. Doch bevor ich das mache, begebe ich mich erstmal zurück in den Hafen. Denn der nette Predasma hat mir einen Kommentar hinterlassen, dass ich hier noch 2 Dinge habe liegen lassen. Die eine Sache betrifft das Tauchminigame aus der letzten Folge. Da gab es ja Golddublonen zu finden. Davon habe ich 38.800 gefunden. Ich glaube, es geht 43.000 ist die maximale Anzahl, die man finden kann. Ich habe also irgendwas liegen lassen. Als Perfektionist kann ich das natürlich nicht auf mir sitzen lassen und werde mich gleich auch mal unter Wasser begeben. Doch bevor ich das tue, begebe ich mich erstmal hier in diese Bäckerei. Denn ebenfalls dort war der Hinweis, dass ich mir 20 Kraftbrote kaufen und essen soll. Diese Kraftbrote hat der Boxer Ali ja genutzt, um wieder zu Kräften zu kommen. Und wir wissen immer noch nicht, ob es da irgendwie ein Minigame gibt oder ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, gegen ihn zu boxen. Ich vermute das einfach mal und meine Vermutung wäre, dass der gleiche Effekt, den Ali jetzt hatte, ne, das war das Körnersägenbrot, boostet sozusagen die Kampfeskraft, dass das gleiche auch mit mir funktioniert. Ne? Ich kann also hier immer wieder reingehen, ich weiß jetzt nicht, guten Tag Ali, mehr habe ich gerade nicht. Okay, also scheinbar muss ich ganz aus dem Hafen hier rausgehen und wieder reingehen und das mache ich jetzt einfach mal offscreen, so lange bis ich 20 dieser Brote gefuttert habe. Ne? Aber erst einmal natürlich hier auch der Hinweis, ihr erinnert euch, hier unten gab es diesen Steg, da können wir uns ja ins Wasser wuchten und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich schneide mir das jetzt mal so zusammen, bis ich es finde, weil ehrlicherweise diese Rumsucherei will ich euch hier direkt zu Anfang der Folge mal ersparen. Ah, okay, verstehe. Man hätte also nicht nur rechts lang gehen können, sondern eben auch in dieser Unterwasserhöhle links. Ah, verstehe. Man bekommt jetzt, komme ich irgendwie raus? Nee, man bekommt dieses akustische Signal, dieses Kassengeräusch, wenn man alles gefunden hat in der Höhle. Das gab es sowohl für den rechten als jetzt scheinbar auch für den linken Flügel dieser Höhle. Jetzt habe ich aber natürlich wieder das Problem, wie komme ich hier möglichst schadfrei raus? Das war ja auch schon letztes Mal ein Problem. Aber ja, doch, das soll ich schaffen. Wenn mich dieser Tintenfisch hier nicht einholt. Na komm. Gut, aber das sieht gut aus. Dann erwarte ich doch mal, dass ich alle Dublonen habe und jetzt auch noch rechtzeitig rauskomme. Sorry, den musste ich mitnehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind mehr geworden, seit ich in dieser Höhle war, aber vielleicht ist das nur mein subjektiver Eindruck. Ja, ich habe genug und jetzt checke ich mal meinen Golddublonen-Vorrat mit der Hoffnung, dass ich mir jetzt wirklich alles an Schätzen unter den Nagel habe reißen können bei diesem Unterwasser-Minispiel. Gut, dann also Golddublonen. Da habe ich einen Sack. 43.400 Dublonen. Perfekt. Ach, es ist immer geil, dieser Kontrast in der Renngeschwindigkeit, wenn man jetzt quasi wechselt von, wenn man wechselt von der Unterwasser zur regulären Welt.
Ich begebe mich jetzt, wie angekündigt, nochmal in die Bäckerei, reiß mir da 20 dieser Brote unter den Nagel und dann, ja, machen wir weiter. 20 ganze Körnersägenbrote befinden sich in meinem Inventar und gleich auch in meinem Magen. Ich weiß zwar ehrlich nicht, welche Art von Leistung das steigern soll, wenn man sich 20 riesige Körnerbrote in den Schlund schmeißt. Aber mein Gott, für Ali scheint es auch zu funktionieren und man weiß ja, wenn ein Brot hilft, helfen 20 Brote viel mehr. Das ist ja immer so in allen Ernährungsgeschichten. Je mehr man davon isst, desto besser wird das. Ne? 400 Gramm Eiweiß, 2000 Kilogramm Kohlenhydrate am Tag, das hat noch niemandem geschadet. Also Granny, Futter Luca auf und Körnersägenbrote rein. Da das Ganze wahrscheinlich jetzt auch eine Weile dauert, die alle zu verspeisen, überspringe ich das eben. Granny hat den Albtraum eines jeden Low-Carb-Anhänger hinter sich. Ich würde sagen, jetzt sind wir perfekt darauf vorbereitet, uns endlich mal zum Schloss zu begeben. Ich würde aber sagen, ich speichere hier nochmal. Besser auf der sicheren Seite sein, liebe Freunde. Und dann begeben wir uns mal hier oben zum Schloss. Oh, die Musik ist schon sehr bedrohlich. Ein weitreichendes Areal. Oh, hier haben wir noch schöne Klippen hier. Scheint auch so langsam, zumindest suggeriert mir das der Himmel, Abend zu werden. Ihr wisst ja, ich habe diese Aversion dagegen, einfach mal schnurstracks zum Ziel zu rennen. Deswegen brauche ich für alle Let's Plays auch immer so lange. Aber man will ja auch dem Spiel, ja, die Ehre erbieten, all das zu erkunden, was einem das Spiel entgegenwirft. Also ich hätte hier aber auch ehrlich gesagt, ne, als alter RPG-Veteran hätte ich mir ja doch hier eine Schatztruhe erwartet. Da hätte man mir doch, man hätte mich doch für die Exploration ein bisschen belohnen können, indem man mir hier jetzt irgendwie zumindest mal einen Heiltrank oder sowas kredenzt. Aber nein, scheinbar möchte man auch hier, dass ich mich schnurstracks hierhin bewege. Seid gegrüßt, Reisende. Ich bin Hauptmann Draconis. Der Tag neigt sich dem Ende zu und wir wollten eigentlich gerade die Pforte schließen. Oh, das tut uns leid, Herr Hauptmann, aber wir müssen dringend den Baron sprechen. Der Baron empfängt um diese Zeit für gewöhnlich keine Gäste mehr. Worum geht es denn? Also, ich weiß nicht so recht. Warum weißt du nicht so recht? Beruhig dich, Grandy. Die Zeiten, in denen wir alles geheim halten mussten, sind zum Glück vorbei. Ah, okay. Grandy hat so ein bisschen Flashbacks. Unter falscher Flagge ist er die ganze Zeit gereist. Dann kann ich schon nachvollziehen, dass es ihm schwierig fällt oder schwer fällt, einfach mal die Wahrheit zu sagen. Ach, stimmt ja. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Geheimhaltung. Ja, könnt ihr bitte mal genau erklären, was eure Gefährtin damit meint? Wir kommen gerade aus Düsterburg. Wir haben Herzog Dankwart dabei geholfen, seinen Thron zurückzuerobern. Allerdings ist uns der schwarze Herzog Warnfried durch die Lappen gegangen. Wir vermuten, dass er sich zurzeit in eurer Stadt versteckt. Wenn es wahr ist, was ihr sagt, wird Baron Davidoff euch mit Sicherheit sofort empfangen. Wo können wir den Baron finden? Direkt hinter... direkt hier im Hauptgebäude. Tragt euer Anliegen einfach seinem Berater Grimor vor. Er wird sich dann um alles kümmern. Okay, Grimor. Geht einfach geradeaus weiter, ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Ja, nee. Erstmal ein wenig erkunden hier. Hui. Auch er verfolgt mich mit seinem Blick. Hey, das ist das Labor von Magistra Nettelbeck. Nattelbeck, da dürft ihr nicht rein. Tut uns leid. Tagchen, Leute, ich bin Notorius und dazu verdonnert, diese Woche Pfortendienst zu schieben. Was kann ich für euch tun? Warum musst du die Pforte hüten? Ich studiere und die Magister sind der Meinung, dass man schon während der Ausbildung lernen soll, Verantwortung zu übernehmen. Deswegen würden uns immer irgendwelche hirnverbrannten Ämter zugeschustert, bei denen wir eins auf den Deckel kriegen, sobald etwas schief geht. Naja, also Disziplin lernen hört sich sinnvoll an. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die richtige Wahl ist. Ja, ja, das sagen alle, aber trotzdem ist es nervig. Nervig ist es trotzdem. Erzähl über die Akademie. Man nennt sie die Halle der drei Wege, da es die einzige Magierakademie im Reich ist, wo drei Schulen der Magie unter einem Dach gelehrt werden. Dementsprechend begehrt ist es natürlich, hier ausgebildet zu werden. Eine entsprechende Begabung vorausgesetzt, wird man nur genommen, wenn man die horrenden Studiengebühren bezahlen kann. Ist ja fast so wie in Amerika. Oder sich einer knallharten Aufnahmeprüfung unterzieht. Du hast sicher die Prüfung bestanden. Bin ich denn bescheuert? Das habe ich nicht nötig. Mein Vater ist reich. Wir wollen lernen. Da kommt ihr leider etwas zu spät. Die Fristen für das nächste Semester sind vor 2 Wochen abgelaufen. Gibt es denn keine Ausnahmen? Ich bin auch keine Anfängerin mehr, sondern will nur mein Wissen erweitern. Naja, für Fortgeschrittene gibt es sogenannte Krachkurse. Also quasi Crashkurse. Ja, in den einzelnen Disziplinen. Die Zulassungsgebühr beträgt 5000 Taler.
lernen wir dann neues Feld. Ja, komm, das ist es uns wert. Sehr schön. Alle weiteren Gebühren entrichtet ihr dann bitte direkt an eure Lehrer. Weitere Gebühren? War das denn noch nicht genug? Ist doch klar, dass ihr für jeden Zauberspruch zusätzlich zur Kasse gebeten werdet. Die Lehrer müssen ja auch von etwas leben. Also frech hier. Das Thema haben wir doch schon durchgekaut. Ja. Also hier gibt es scheinbar weiße Hand, Sonne auf grünem Grund und schwarze Faust. Ja, lerne ich das jetzt? Ich lerne das jetzt. Da oben sind die Unterkünfte der Studiosi. Da dürft ihr nicht hoch. Tut uns leid. Ah, jetzt darf ich hier durch, scheinbar. Hier scheint ja einiges abzugehen. Wer ist sie? Ich wünsche euch einen schönen Tag, ihr jungen Leute. Ich bin Natalia Nattelbeck, Magistra des Grünen Daumens. Wie kann ich euch helfen? Was ist der Grüne Daumen? Der Grüne Daumen ist ein Orden von Magiern, die sich verpflichtet haben, die Kraft der Natur zum Wohle der Menschheit zu nutzen. Die Natur gebiert das Leben und formt es. Wir bauen uns einen Teil ihrer unerschöpflichen Kraft und verwenden sie für unsere Zauber. Auf diese Weise können wir eine heilende Wirkung erzielen, von der die Schulmedizin nur träumen kann. Also scheinbar scheine ich hier Heilspells zu bekommen. Das ist interessant. Was wisst ihr über Königsberg? Königsberg ist eine gesegnete Stadt. Das Klima ist gesund und fördert ein heiteres Gemüt. Die Menschen hier werden sehr alt dabei, selten krank. Okay. Die Menschen hier werden sehr alt, dabei selten krank. Aber sollte doch einmal jemand erkranken, dann gibt es für uns vom Grünen Daumen und natürlich die Medici der Universität, um den Fall zu behandeln. Aha, wir wollen lernen. Ihr wollt dem Orden der Heiler beitreten, das ist ein lobenswertes Ziel, meine Kinder. Genesung Stufe 1, 500 Taler. Also das heißt, wenn ich alle Spells haben möchte, muss ich 7000 Taler ausgeben. Nein, mehr, natürlich hier, Lektion 2. Allheilung Stufe 1. Oh, das ist aber teuer hier. Oh, ich bin auch schlecht in sowas. Na komm, Heilung ist immer gut. Ich wünsche euch ein langes Leben und Frieden. Ja, jetzt habe ich ordentlich Kohle verloren hier. Genesung, 480 LP. Mon Dieu, Allheilung 320 bei der gesamten Gruppe. Na, nice. Das scheint mir auch das zu sein, was Dankwart gelernt hat. Naja, gehabt euch wohl. Hier scheine ich wohl alles dann absolviert zu haben. Aber bevor ich jetzt mir weitere Spells kaufen kann, muss ich wahrscheinlich... Also, ich verstehe. Jetzt verstehe ich auch die Symbolik. Hier kann man weitergehen und hier kann man ebenfalls weitergehen. Ich gucke aber mal, ob ich hier nochmal wieder rauskomme und mir ein bisschen Kohle gönnen kann. Ja, dass ich irgendwie zurück nach Altenberg gehe und ein bisschen was verkaufe. Es wurde mir ja schon oft gesagt, dass es irgendwie, ja, zu einer Geldknappheit hier kommen kann. Ich habe auch noch einige Gegenstände im Inventar, die ich verkaufen kann und somit halt eben zusätzliche Geldmittel klar machen. Das ist insofern aber alles, weil alles hier sehr viel kostet und ich ganz viele Dinge gefunden habe, zum Beispiel auch dieser Typ in Clipping, der mir irgendwelche magischen Sphären verkauft. Dann gibt es ja noch diesen sehr, sehr guten Heilshop. Und hier will ich ja gar nicht hin. So, ich bin jetzt bei Shiva. Was kann man denn bei dir kaufen? Ich möchte verkaufen. So, und zwar ein Langschwert. Klassisches Ritterschwert braucht kein Mensch. Wolfspelz braucht ebenfalls kein Mensch und da wollen wir nochmal sehen. Knochenknackmagazin. Vermutlich brauche ich das auch nicht, aber ich behalte es mal bei mir. Hundefutter? Weiß ich nicht. Die Schlüssel? Bringen mir gar nichts. Die Steckbriefe bringen mir auch nichts. Dabei sind die so liebevoll gemacht. Cynthias Kleider. Ritterrüstung. Auch das könnte ich ja theoretisch verkaufen. Naja, Kurzschwert brauche ich wohl nicht. Zwergenaxt. Oh, das ist aber schwierig hier. Flock Nulltaler, ja geil. Karierter Hut. Brauche ich nicht mehr. Weg damit. Porzellan aus Arabea. Ich weiß es doch nicht, was ich hier alles verkaufen kann. Tigerzähne, enorm wertvoll. Ich verkaufe das mal. Sprungfedern. Brauche ich auch nur einen Satz von. Ich brauche auch nicht mehr als ein Brecheisen. Vielleicht werde ich das sehr, sehr deutlich bereuen, was ich jetzt hier veranstalte. Ach ja, hier, guck mal. Kampfstab, weg damit. Giftlangschwert, weg damit.
Kurzschwert. Weg damit. Drachenspalt habe ich mir gerade erst gekauft. Feuerprügel. Mithrilschild. Weg damit. Spitzhacker. Ja. Boah, das ist aber auch hier schwierig. Elixiere habe ich eine Menge. Zwei Händer. Ein 2 Meter langes Schwert. Kann keiner ausrüsten. Weg damit. So, jetzt müssen wir mal durchrechnen. 3500, ich habe jetzt ungefähr... Oh Gott. Oh, das wird knapp. Oh, ich bin wieder so hin und her gerissen. Ah! Hm. Angel. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich probier's mal. Ich kann ja mit Sicherheit hier nochmal zurückkehren. Ich probier's mal, wie es jetzt aussieht, wenn ich das in neue Spells investiere. So, hier geht's jetzt scheinbar zu heiligen Spells. Oh, hier ist aber auch, was hier wieder an magischem Zeug abgeht. Es ist einfach faszinierend. Hier gibt's viele Bücher. Man ist hier sehr belesen. Schule der Weißen Hand, oder was ist das hier? Seid gegrüßt, ich bin Prospera Adelmi, Magistra der Weißen Hand. Wie kann ich euch helfen? Was ist die Weiße Hand? Wir haben uns dazu entschieden, die kosmischen Kräfte nur zu nutzen, um das Leben zu verteidigen. Aus diesem Grund werdet ihr unter unseren Zaubern nicht einen einzigen finden, der in der Lage ist, einem lebenden Wesen zu schaden. Es sei denn, dieses Wesen ist von Grund auf verderbt. Aber auch dann ist die Wirkung eher schwach, verglichen mit den Zaubern der Elementarmagie. Was wisst ihr über Königsberg? Königsberg ist eine Stadt des Wissens und des Fortschritts. Neben unserer Akademie gibt es auch noch die Universität, direkt neben dem Rathaus. So verwundert es nicht, dass hier sowohl die Kunst der Uhrmacherei als auch des Buchdrucks in den letzten 20 Jahren perfektioniert wurden. Wir von der Weißen Hand haben es uns zur Aufgabe gemacht, darüber zu wachen, dass jeglicher Fortschritt dem Wohl jedweden Lebens dient. Oh, komm her, wir wollen lernen. Wir lehren nur Kampfzauber, die lebenden Wesen nicht schaden. Sucht euch einen aus. Stoßgebet. Sehr gut. Vergesst nie, dass mit großer Macht auch große Verantwortung einhergeht. Oh, das reicht nicht finanziell, fürchte ich. Lektion 1 und Lektion 2. Was ich dazu sagen muss, also ich... Oh, Stoßgebet und Sternenschauer sind ja Spells, die auch Dankwart hatte. Ne? Das sind genau die gleichen Spells, die er auch hatte. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier mit der schwarzen Magie noch abgeht und ob uns das hilft. Denn ihr habt ja auch geschrieben, dass die Kämpfe... Das ist hier Haus Slytherin, scheinbar. Okay, dass die Kämpfe, die jetzt noch folgen, in erster Linie gegen untotes Getier absolviert werden. Pech und Schwefel, ich bin Pandora Paddelwein, Magistra der Schwarzen Hand. Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund, mich bei der Arbeit zu stören. Was ist die Schwarze Hand? Die Welt ist geprägt von Chaos und Verfall. Nur die Stärksten werden überleben und wir vom Orden der Schwarzen Hand werden dazugehören. Ja, Slytherin. Die Kreaturen der Finsternis sind nicht die wirkliche Gefahr. Der wahre Feind ist die böse Seite, die in den Herzen jeder Kreatur lauert. Daher sind unsere Zauber darauf ausgerichtet, maximale Wirkung zu erzielen, wenn man sich im Kampf Frau gegen Frau gegenübersteht. Oder Mann gegen Mann. Oder Mensch gegen Mensch. Was wisst ihr über Königsberg? Die Menschen hier sind selbstzufrieden und verweichlicht. Würden wir nicht über Königsberg wachen, wäre die Stadt sicher schon dem Feind anheimgefallen. Und Baron Davidoff unterstützt den Müßiggang noch, indem er milde Steuern erhebt und das Volk auch sonst verhätschelt, als wären es seine Kinder. Wir wollen lernen. Die Zauber der Schwarzen Hand werden euren Feinden das Mark aus den Knochen saugen. Seid immer auf der Hut. Traut niemandem. Ich mach mal Folgendes. Ihr könnt mir ja, ihr werdet mir das ja in der Kommentarsektion wahrscheinlich wieder um die Ohren pfeffern, wenn ich da jetzt Spells vernachlässige. Aber ich habe kaum Kohle und wenn ich mir jetzt mal das Können angucke, Fall und Verdammnis, wir haben ja schon jemanden in der Party, der ganz gut darin ist, dunkle Spells zu machen. Und ich sehe jetzt ehrlicherweise, habe ich wenig Interesse daran, auch noch meine letzten Euros auszugeben. Wobei, ach, ich bin so hin und her gerissen. Ich glaube, ich lasse es trotzdem mal dabei, aber was ich ja noch nicht gemacht habe, ist zum Geldtauscher in Clipping zu gehen und meine Spoils aus diesem, wie heißt denn das hier, meinem wunderschönen Tauchminigame einzutauschen. Hier gab es ja irgendwo diesen mysteriösen Geldwechsler.
der mir das Geld wechselt. Jemand öffnet. Also hier scheint er scheinbar nicht zu wohnen. Vielleicht wohnt er hier. Mal sehen. Ne, hier ist die stumme Sarah. Genau, und hier gibt es ja die Möglichkeit... Na, nee, meine Güte. Also irgendwie, meine Orientierungsskills lassen nach. Das ist der relativ blasse Kerl. So, hier unten aber. In dieser mysteriösen, verranzten Hütte. Genau, den meine ich. Tag zusammen, habt ihr was für mich? Wir haben ein paar Dublonen. Golddublonen? Exakt. Die habt ihr wohl aus dem Hafenbecken geklaut. Exakt. Ich gebe euch einen Taler für jede Dublone. Wie bitte? Der reine Goldwert pro Dublone beträgt mindestens 3 Taler. Du meinst, du kannst dir deine Dublonen auch einschmelzen lassen, wenn du jemanden findest, der das macht. Ich habe Zeit. Ich weiß nicht, ob du die hast. Da hast du die Dublonen. Komm her mit der Scheiße. Weiß es nicht, ob das geht, aber 43.000 ist besser als nichts. Geht mir aus dem Weg. Gut. Und dann, wenn ich jetzt hier lang gehe, müsste ich doch genau wieder zurück zum Schloss gelangen. Toll. Also habe ich jetzt in der Theorie die Möglichkeit, diese Spells zu lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das jetzt für immer verramsche, wenn ich es jetzt nicht tue. Aber ehrlicherweise lasse ich das mal, weil ich fand meine Logik eigentlich ziemlich einleuchtend. Und wenn ich dann am Ende sozusagen meiner Shoppingtour feststelle, dass ich noch irgendwie... Ich weiß nicht, wie viel man davon traut. 3.500, 5.500 sind 9.000, 17.000 sind so ungefähr, ja, roundabout 20.000, 20.100 oder sowas. Wenn ich das übrig habe, dann kann ich mich ja hier mal gütlich tun an auch den Spells der Dunkelheit. Aber soweit fand ich meine Argumentation einleuchtend. Das ist aber mein hübsches Schloss, nicht so düster gruftig wie die anderen. Kein Durchgang. Warum nicht? Kein Durchgang. Warum nicht? Kein Durchgang. Kein Durchgang. Lass mich raten, kein Durchgang? Kein Durchgang. Warum lässt man mich hier nicht durch? Ich bin doch Randy, der mega tolle Held. Wer bist du? Ich bin Grimor Schlangenzahn, Berater Baron Seraphim Davidov von Schöppelbrunn. Sagt an, was euer Begehr ist. Mein Name ist Grandy, wir sind im Auftrag Herzog Dankwarts unterwegs und wünschen Baron Davidov zu sprechen. Herzog Dankwart? Erzählt mir nichts, Bursche, der Herzog ist tot. Ist er nicht? Er hat seinen Thron wieder bestiegen und uns mit einer wichtigen Nachricht an euren Herrn hierher gesandt. Aber das kann doch gar nicht sein. Wartet hier einen Moment. Obgleich mir eure Behauptung zumindest recht unwahrscheinlich erscheint, werde ich dem Baron von eurer Geschichte berichten. Kommt morgen Mittag wieder vorbei, dann wird er über euer Suchen entschieden worden sein. Morgen Mittag, aber es ist dringend. Außerdem sind wir im Auftrag des Herzogs unterwegs. Der Baron ist ihm zum Gehorsam verpflichtet. Keineswegs. Laut kaiserlichem Edikt unterliegt Baron Davidov ausschließlich dem Befehl des Kaisers selbst. Hä? Seit wann denn das? Seit der Machtübernahme des Thronräubers Warnfried von Düsterbrocken. Wie oft soll ich das noch wiederholen? Warnfried ist abgesetzt. Jetzt sitzt wieder der alte Herzog auf dem Thron. Das muss erst noch überprüft werden. Nicht mit Gewalt. Nicht mit Gewalt. Ne? Nicht mit Gewalt. Nicht mit Gewalt. Na gut, wir sehen uns morgen. Kann ich jetzt einfach an ihn vorbeischleichen? Da dürft ihr nicht durch. Habt ihr etwas an den Ohren? Kommt morgen wieder, habe ich gesagt. Nee, also gewaltvoll sich hier Zugang zu verschaffen, das scheint mir keine Brownie-Punkte zu verschaffen. Das kann sein, dass Malto das nicht so cool findet. Ich habe es ja erklärt, jetzt wird die Kamera unscharf. Es gibt ja dieses Maltometer, habt ihr es, glaube ich, genannt, wo wir Malto entweder imponieren oder nicht. Und je nachdem ändert sich irgendwas im Spiel. Ich weiß nicht was, bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob meine Entscheidungen weiterhin, wie ihr mir ja auch suggeriert habt, in die richtige Richtung gehen oder nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich fass es nicht. Warum muss vor jedem Heini, mit dem wir reden müssen, immer so ein Wachhund sitzen? Ja, stimmt. Es ist wie, wie heißt denn der Typ? Elvis Senkelbergfried, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieser Fatzke, mit dem wir uns da in der Kaschemme von Düsterburg mal geprügelt haben. Der war auch so ein bisschen so wie so ein Wachhund. Rennt hier jetzt irgendwo noch dieser Dude rum? Wir können doch nicht einfach so klein beigeben. Am Ende entwischt uns Warnfried noch. Ja, du hast recht, wir müssen einen Weg finden, um mit Schöppelbrunn persönlich zu sprechen. Okay. Ach, hier ist der. Den habe ich gesucht. Kannst du mir weiterhelfen? Das ging aber schnell. Wie ist es denn gelaufen? Überhaupt nicht. Schlangenzahn hat sich geweigert, den Baron zu benachrichtigen.
Tatsächlich ist er dennoch bei Sinn. Derartige Neuigkeiten müssen dem Baron unverzüglich mitgeteilt werden. Dummerweise wird man euch ohne Grimors Empfehlung nicht zum Baron lassen. Die Schlange hat ihn gehörig um den Finger gewickelt. Boah, gab's da nicht irgendwas aus Herr der Ringe? Irgendwie Grimor Schlangenauge oder sowas? Wollen wir eben mal ganz kurz schauen hier. Ne? Grimor Schlangenzunge. Ist da was? Jetzt müsste ich nur noch auf meinem, hier. Grimor Schlangenzunge. Ja. Grimor Schlangenzunge. Na? Wir müssen unbedingt zum Baron. Fanfried hat ein kleines Kind in seiner Gewalt. Ein Kind? Unsere Tochter. Jetzt reicht es. Ich werde euch helfen, und wenn es mich meine Stellung kostet. Aber was können wir tun? Dieser Schlangenzahn lässt nicht mit sich reden. Ich finde es auffällig, dass er sich so gegen alle Vernunft stellt. Und ich glaube kaum, dass der Baron einen Trottel zum Berater nennt. Wie meint ihr das? Ich denke, dass Grimor beauftragt wurde, uns abzuweisen. Von Fanfried? Von wem denn sonst? Es dürfte schwer sein, ihm das nachzuweisen. Wird es wohl kaum aus reiner Freundlichkeit getan haben. Vielleicht können wir in seinen Privatgemächern einen Hinweis finden. Ihr redet von Einbruch, oder? Nun, das wird mich mit Sicherheit meine Stellung kosten. Wenn ihr uns nicht helft, macht ihr euch selbst zum Handlanger des Blutsaugers. Ihr habt eine geschmeidige Zunge, mein Herr. Oh. Aber ihr habt recht, ich werde euch zu Grimors Zimmer führen. Wir müssen zurück ins Hauptgebäude. Von dort aus kommen wir zu den Quartieren. Von da aus kommen wir in erster Linie mal zu einem Speicherpunkt. Denn ich weiß jetzt nicht, was auf mich wartet. Wir müssen in den Korridor auf der rechten Seite. Heute kann ich irgendwie spreche ich die Sachen immer falsch aus. Kein Durchgang. Aus dem Weg, Kunibert, die gehören zu mir. Kunibert ist ein folgsamer Dude. Oh, wir haben hier Gemälde. Die Figur auf dem Gemälde sieht aber nicht sehr menschenähnlich aus. Das ist halt Kunstscherz, das versteht eben nicht jeder. Verstehe. In der Welt von Düsterburg sehen Menschen halt so aus, so Comicfiguren, und wenn man dann ein bisschen realistischere Porträts hat, dann interpretiere ich jetzt mal. Was haben wir denn hier alles? Das ist nicht die richtige Tür, ich sage euch schon, wo es lang geht. Okay, chill mal. Hier sind wir. Ich schlage vor, dass er reingeht und nach Hinweisen sucht. Ich halte hier draußen Wache. Wir stehen tief in eurer Schuld. Gern geschehen. Ich konnte diese Schlange noch nie leiden, aber jetzt beeilt euch. Ich beeile mich jetzt mal. Der Bursche pichelt ganz schön einen weg. Das ist wohl jetzt kaum von Belang. Sieh mal an, was dieser Schlangenzahn sich in seiner Freizeit so anschaut. Hey, jetzt starrt das Bild nicht so lange an. Wir haben zu tun. Abgeschlossen, ja, Schloss knacken. Schlüsselloch ist zu klein für meine Dietriche. Hübsch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich in Zeitdruck bin. Regal durchsuchen. Nichts drin, was uns nützen könnte. Was war das für ein Geräusch? Da kommt wer. Hallo Drakonisse, naja, ihr habt ja auch bald Zapfenstreich. Herr Schlangenzahn, ich muss kurz mit euch sprechen. Hat das nicht bis morgen Zeit? Ich hatte einen harten Tag und bin müde. Nein, leider nicht. Es ist wirklich dringend. Worum geht es denn? Um die Wacheinteilung in den nächsten Wochen. Wacheinteilung? Was zur Hölle habe ich mit euren Wachen zu tun? Streitachs mitnehmen. Streitachs erhalten. Hey, ihr stinkt nach Ziegenkäse. Hey, der sieht gut aus, der Harnisch, in der Praxis aber eher wertlos. Durchsuchen. Hey, in einer der Taschen steckt ein Schlüssel. Eisenschlüssel gefunden. Schloss knacken. Ist mir jetzt so blöd, ich hack das Schloss mit der Streitachs kaputt. Hey, da ist ein Brief drin. Brief eingesteckt. Was steht denn drin? Das hat wirklich Zeit bis später. Jede Menge Gold. Ich wusste gar nicht, dass ein solches Amt dermaßen viel Kohle einbringt. Ich steck das mal ein. 30.000, 2.000 Taler gezogen. Moment mal, zwischen den Münzen liegt ein Schlüssel. Einen kleinen Schlüssel gefunden, verstehe. Ein Kochtopf. Reinschauen. Puh, diese Suppe scheint da schon seit Wochen vor sich hinzuschimmeln. Oh fuck. Meldet euch mit eurem obskuren Anliegen doch morgen beim Herzog. Ich für meinen Teil will nichts mehr davon hören. Wie ihr wünscht. Okay, ich verstehe. Ups. Was zur Hölle macht ihr in meinen Gebächern?
Uns wurde gesagt, von eurem Fenster hatte man einen sagenhaften Ausblick auf das Tal. Und da dachten wir, auf das Tal? Erzählt mir nichts. Von meinem Fenster aus blickt man auf das Meer. Nein, ihr seid Diebe. Hauptmann Drakonis zu mir, ich habe ein paar Diebe gestellt. Jawohl, Herr Schlangenzahn zu Diensten, ich werde diese Leute vorerst in Gewahrsam nehmen. Hey, da, Wache! Holt den Baron, wir müssen ganz dringend mit ihm sprechen. Jetzt hör endlich mit dem Lärm auf, Schatz, das bringt nichts. Bis wir da raus sind, es war ein Fried über alle Berge. Aber das kann doch nicht das Ende sein. Doch, Randy, das ist das Ende, ihr habt's vermasselt. Natürlich, ich allein, was hätte ich denn tun können? Und ich habe früher Helden gekannt, echte Helden, die waren entweder etwas fixer gewesen oder hätten uns mehr Zeit verschafft. Ja, okay. Das fies hier. Okay, dann machen wir die ganze Chose nochmal. Aber wir wissen ja jetzt, wo wir hin müssen. Okay, also erste Sache ist hier. Streitaxt nehmen. Das Regal durchsuchen bringt, glaube ich, nichts, ne? Nichts drin, was uns nutzen könnte. Aber hier befindet sich der Schlüssel. In einer der Taschen steckt der Schlüssel, Eisenschlüssel gefunden. Dann können wir das hier aufmachen. Jede Menge Gold. Das Geld ist, ich steck das mal ein. 3000 Taler gestohlen. Moment mal, zwischen den Münzen liegt ein Schlüssel. Kleinen Schlüssel gefunden. Da kommt wer. Okay, jetzt noch ganz schnell hier hin und dann finden wir diesen Brief. Da kommen wir nicht raus. Okay, das scheint also auch nichts zu bringen. Verstehe. Der Schlüssel steckt im Schloss. Ich könnte die Tür abschließen. Das sollte mir etwas Zeit verschaffen. Habe ich denn nicht alles gefunden, was ich brauche? Oder muss ich dann jetzt diesen Brief lesen? Brief an Grimor. Ah ja, die Handschrift kenne ich ja. Das wird jetzt wieder eine Herausforderung. Grimor, jetzt ist es an der Zeit, sich an eure Verpflichtungen mir gegenüber zu erinnern. Ihr mästet euch schon seit Jahren an meinem Geld. Nun löst eure Schuld ein. In den nächsten Tagen werden euch ein paar Leute aufsuchen, um den Baron meinetwegen zu sprechen. Es muss unter allen Umständen verhindert werden, dass sie vorgelassen werden. Täuscht mich und ihr werdet meinen Zorn zu spüren bekommen. Warnfried, PS Anbei, die letzte Zahlung für eure Dienste. Aha. Zur Hölle, jetzt helft mir doch mal mit der Tür, Hauptmann. Warum sollte ich? Es fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich, wenn ihr euren Schlüssel verliert. Na bitte. Was zur Hölle macht ihr in meinen Gemächern? Euer Verhalten vorhin schien etwas merkwürdig, Herr Schlangenzahn. Wir haben uns erlaubt, uns ein wenig bei euch umzusehen. Seid ihr des Wahnsinns fette Beute? Ich werde euch in den tiefsten Kerker werfen lassen. Dann ruft doch die Wachen. Ich denke, die dürften sich sehr für den Brief interessieren, den wir hier unter euren Habseligkeiten gefunden haben. Hat hier jemand nach den Wachen gerufen? Ah, Hauptmann Drakonis, ihr kommt gerade im rechten Augenblick, um diesen Verräter zu verhaften. Er paktiert mit Herzog Warnfried. Können die Honorifics nicht sein lassen? Also muss man ihn jetzt weiterhin Herzog Warnfried nennen? Ist er nicht geflüchteter, krimineller Warnfried? Das ist unerhört, das könnt ihr nie beweisen. Wenn ein gesiegelter Brief des Schwarzen Herzogs nicht Beweis genug ist... Ich habe fürs Erste genug gehört. Grime, ich nehme euch hiermit in Haft wegen Verdachtes auf Hochverrat. Nice. Ah ja, da kommt jetzt der Gute. Baron von Schöppelbrunn. Mein Fürst, das sind Grandy und seine Gefährten. Sie kommen im Auftrag Herzog Dankwart zu uns, erbitten euer Gehör. Es freut mich über alle Maßen zu hören, dass mein alter Freund Dankwart noch am Leben und wieder im Amt ist. Ich werde euch anhören, Herr Grandy. Seid unbesorgt. Aber zuvor möchte ich noch ein paar Worte mit meinem Berater wechseln. Da ist er, der Mann, der euch seit Jahren hintergangen hat, der seinen Fürsten und seine Seele an den Schwarzen Herzog verkauft hat.
Brandy konnte in Grimors Quartier an ein Schreiben Herzog Wahnfried sicherstellen. Es beweist, dass Grimor schon früher in dessen Sold stand. Grimor, was habt ihr zu diesen Anschuldigungen zu sagen? Das ist eine Verschwörung, euer Wohlgeboren. Glaubt diesen Leuten nicht, vielleicht handeln sie ja selbst im Auftrag Herzog Wahnfrieds. Das glaube ich nicht, Grimor. Hauptmann Draconis hat mir ein Empfehlungsschreiben ausgehändigt, gesiegelt von Dankwart, Herzog Dankwart persönlich. Und ich kenne seine Handschrift wie meine eigene. Es ist müßig, euch überzeugen zu wollen. Ihr glaubt mir ja doch nicht. Boah, ins Gesicht gespuckt. Boah. Oh, Disrespect hier. Werdet euch an meine Warnung erinnern, wenn der schwarze Herzog seine Zähne in euren Hals schlägt. Hauptmann, schafft diese Schlange aus meinen Augen. Bitte wartet damit noch einen Moment, Hoheit. Wir würden den Verräter gerne noch weiter befragen. Das dürft ihr gerne tun, Herr Grandy, aber zuvor wünsche ich, dass ihr mir den genauen Grund eures Hierseins benennt. Der Hauptmann hat mir zwar bereits erzählt, was ihr ihm berichtet habt, aber ich weiß immer noch nicht, auf welche Weise ich euch helfen kann. Natürlich, Eminenz, wir befürchten, dass Wahnfried plant, auf einem Schiff das Land zu verlassen. Das muss unbedingt verhindert werden. Deshalb wollten wir euch bitten, den Schiffsverkehr fürs Erste zu unterbinden. Sprecht von einem Embargo. Ich hoffe, ihr seid euch darüber im Klaren, dass Königsberg eine Handelsstadt ist. Wir sind auf den Seehandel angewiesen. Das verstehen wir natürlich, Hochwürden, aber es wäre auch nicht für lange, nur bis wir Wahnfried gefunden haben. In Ordnung, Herr Grandy, ich gebe euch 4 Tage. Danach würden mich die Händler wahrscheinlich eigenhändig Richtung Richtblock zum Richtblock zerren. Vielen Dank, Hochwohlgeboren, wir werden uns beeilen. Hauptmann, nehmt euch ein paar Männer und begebt euch unverzüglich zum Hafen. Verhindert unter allen Umständen, dass auch nur ein einziges Schiff ausläuft. Jawohl, mein Fürst. Jetzt dürft ihr Grimor befragen. Also Grimor, jetzt hört mal gut zu. Wo steckt Wahnfried? Findet es doch selbst heraus. Wer hat euch den Brief gebracht? Das würdet ihr wohl gerne wissen, was? Entschuldigt bitte, aber ich muss euch die Antwort schuldig bleiben. Gesteht alles! Alles? Nein, danke. Ich möchte mich jetzt endlich hinlegen und sei es auf einer Pritsche im Kerker. Wenn ich jetzt anfinge, alles zu gestehen, wären wir morgen früh noch nicht am Ende. Dankwart, warum habt ihr mich uns nicht begleitet? Ich verstehe mich einfach nicht auf solche Dinge. Maltor vielleicht, so als Sohn des dunklen Gottes, ist er vielleicht ein bisschen besser darin. Sag mal, Maltor, das fällt doch eigentlich in euer Ressort. Genau. Ich meine, ihr könntet doch euren Trick mit diesem Gedanken Dingsbums vorführen. Dieser Trick, wie ihr es nennt, bedeutet für das Opfer für gewöhnlich unaussprechliche Qualen und ist auch für mich meistens recht unangenehm. Es ist immer wieder zutiefst deprimierend zu erfahren, mit was für jämmerlichen Gedanken die Menschen ihren Geist vollstopfen. Also, schwierige Entscheidung mal wieder. Kann sein, dass ich es mir jetzt mit Maltor endgültig verkacke, aber er ist doch jemand, der eigentlich auf der Seite steht, möglichst viel Gutes zu tun, beziehungsweise das Böse möglichst konsequent zu bekämpfen. Wenn er jetzt sozusagen diese Gedankenschmelze-Klingonen-Geschichte anwendet, dann bringt es uns unserem Ziel doch ein ganzes Stück näher, Wahnfried ein für alle Mal auszuschalten. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, es muss sein. Wir können keine Rücksicht darauf nehmen, ob die Erfahrung für euch angenehm ist oder nicht. Wir brauchen diese Information. Ja, ihr habt natürlich recht. Entschuldigt bitte, meine Reaktion war dem Ernst der Lage nicht angemessen. War das die richtige Entscheidung? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich gebe euch noch eine letzte Gelegenheit, uns mit den Informationen zu versorgen, die wir benötigen. Ansonsten muss ich euch einer für uns beide ausgesprochen unangenehmen Behandlung unterziehen. Sieht so aus, als ob ich euch irgendetwas erzählen wollte. So, das erkennt ihr wohl nicht. Ihr scheint ja da was an den Augen zu haben. Ui. Was tut er da? Er vereint seinen Geist mit dem Grimors. Tut das weh? Nee, ganz angenehm. Wie so eine Wurzelbehandlung. Mit ein bisschen Betäubung geht das alles. Und? Er wusste auch nicht, wo Wahnfried sich aufhält. Wusste? Ist er tot? Wohl durchlaucht, er hat es nicht überlebt. Er hat sich mir mit aller Kraft widersetzt. Irgendwo in seinem Inneren steckte doch noch ein Funken Loyalität. Leider der falschen Seite gegenüber.
Und sonst? Habt ihr vielleicht etwas über Wanfrieds Schergen aus ihm herauslesen können? Nur wenig. Der Brief wurde ihm von einer Frau überbracht, die er offenbar heftig begehrt hat. Allein ich kann sie nicht beschreiben, da sich ihr Bild in seiner Vorstellung mit allen möglichen Gestalten seiner schmutzigen Fantasie vereint hat. Dann hat das also gar nichts gebracht. Nun, wir haben dem Henker die Arbeit erspart. Eins noch, Randy. Ein Baron redet man normalerweise mit Durchlaucht an, nicht mit Eminenz oder Hochwürden. Oh, vielen Dank für die Belehrung. Auch nicht mit Massa oder gar Großmufti. Danke, aber ich hab's schon verstanden. Wie kann ich euch helfen? Erzählt etwas über eure Stadt. Nachdem Herzog Dankwart vor 20 Jahren verschwand, wurde Königsberg durch Kaiser Kuno zur Reichsstadt erklärt. Meine Güte, heute ist aber wieder schwierig. Dadurch entfielen eine Reihe von Verpflichtungen, die dem Handeln zugute kamen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich Königsberg zu einer der aufstrebendsten Handelsstädte der bekannten Welt. Was die Wissenschaften angeht, liegen wir mit unseren Akademien ohnehin bereits seit Jahren weit vorne. Diese Kombination führte dazu, dass eine Reihe der bahnbrechendsten Erfindungen der letzten Jahre hier in Königsberg ihren Anfang nahmen. Nehmt zum Beispiel die Königsberger Kuckucksuhr, auf die wir zu Recht stolz sind. Noch vor 15 Jahren wäre es undenkbar gewesen, ein derart winziges Uhrwerk zu bauen. Uhren gab es bis dahin nur in Kirchtürmen. Was könnt ihr uns empfehlen? Eure Gefährtin scheint mir in den Künsten der Magie bewandert zu sein. Ich würde euch daher raten, einen Blick in die Magierakademie zu werfen. Sie befindet sich ebenfalls hier auf der Burg. Ein Relikt aus längst vergangener, vergessener Zeit, als die Magier noch zur Verteidigung gebraucht wurden. Darüber hinaus finden sich hier natürlich unzählige Händler, die Waren feil bieten, von denen man andernorts nur träumen kann. Irgendwelche Gerüchte im Umlauf? Nun, Grimor hat mich lange Zeit erfolgreich von der Außenwelt ferngehalten. Ich muss also gestehen, nicht ganz auf dem Laufenden zu sein. Allerdings wisst ihr vielleicht, dass Wanfried hier bereits vor 20 Jahren gewütet hat. Er lebte damals in einer stattlichen Villa Düsterbrocken. Westlich des Hafens findet ihr den Ort Clipping. Von dort aus führt eine Stiege auf den Düsterbrocken. Das war dann wohl diese Map, von der ich schon bereits erfolgreich ausgegangen bin, dass die in Zukunft irgendwie storyrelevant sein wird und vielleicht auch Wanfrieds Domizil ist. Würde ich zumindest mal behaupten, dass ich da die größte Chance sehe, ihn zu treffen in seinem ehemaligen Heimatdomizil, das sich zufälligerweise hier auf dieser Insel befindet. Verfluchter Verräter. Wenn ich daran denke, wie mich dieser Abschaum immer schikaniert hat. Ich glaube nicht, dass wir hier überall herumspazieren dürfen. Gut, Grimor von uns zu Schlangengedöns ist jetzt auf jeden Fall leider bei meiner... Das ist so ein bisschen amerikanische Verhörmethoden. Leider dabei ums Leben gekommen. Ja, ich weiß nicht, ob das gut oder eher nicht so gut war. Das werdet ihr mir ja sicherlich in der Kommentarsektion erzählen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, auch jetzt hier bei dieser Folge. Wenn ihr Lust habt, lasst mir gerne ein Like und oder Abonnement da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge unterwegs in Düsterburg. Ich freue mich bereits, dann auf die Spur Wanfried zu gehen. Da freue ich mich sehr drauf. Hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.